Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, wir sind ja jetzt hier alle ab. Noch total voll beladen. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier in die richtige Richtung. Sieht aber nicht danach aus. Wir sind auch langsam müde. Wir haben noch nicht gespeichert. Und wir haben von Pigman ein Galeriehinweis bekommen. Dass wir uns was in seiner Galerie als Belohnung holen sollen. Old Nord Couch. Waren wir nicht hier schon mal? Nee. Ich glaube, wir laufen hier gerade ein bisschen verkehrt rum. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt, das Geschenk abzuholen, in der Hoffnung, dass da jetzt nichts Neues nachgespawnt ist. Wenn ja, dann haben wir jetzt echt ein Problem. Weil wir ja sowieso schon eigentlich hier zu voll sind. Und es wird langsam halt auch Tag. Das ist das nächste Problem. Aber mal gucken. Und eigentlich wollte ich nach Good Neighbor. Jetzt ist die Frage, sollen wir es wirklich riskieren, nach Good Neighbor zu gehen? Wir haben halt Good Neighbor halt noch nicht wirklich geklärt. Und das könnte extrem Probleme geben. Da gebe ich dir recht. So, das hat er uns überlassen. Pigments Dankschreiben. Okay. Und Pigments Klinge. Ziele bluten, erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Na dann. Haben wir jetzt auch sein Geschenk erhalten. War jetzt nicht allzu atemberaubend. Aber ich würde gerne wissen, was er uns als Dankschreibung gibt. Pigments, Visitenkarte, Schlüssel, Dankschreiben. Danke, Killer. Okay, und er malt uns ein blutiges Herz. Das ist ja sehr, sehr nett, dass wir ein blutiges Herz von ihm gemalt gekriegt haben. Gut, aber jetzt wissen wir wenigstens, was Hancock jetzt, was wir Hancock sagen können. Denn, Pigman ist ja jetzt noch am Leben. So als kleinen Bonus. Wir sollten uns ja eigentlich nur ein bisschen umgucken. So, und ich habe mir jetzt überlegt, wir laufen jetzt hier am Fluss entlang. Richtung Hanksman Alley. Oh, da kriege ich gerade einen Frosch im Hals. In der Hoffnung, dass wir das auch gut durchstehen. Weil wir kriegen ja permanenten Schaden. Wir sind nicht gerade gut ausgeruht. Und haben halt jede Menge Stuff bei uns. Und ich glaube, das wäre alles ein Problem, wenn wir uns jetzt inlands bewegen. Wir könnten zwar in Good Neighbor gut was verkaufen. Ja. Ich sehe schon wieder. Waffe hat sich wieder zusammengebackt. Na gut. Solange wir jetzt halt nicht allzu viel fighten müssen, dürften wir das eigentlich auch schaffen. Weil ich hoffe mal, dass hier jetzt am Strand, will ich immer sagen, okay, da kommen sie. Eieiei. Wir haben aber ein bisschen Schaden gekriegt. Seit wann macht uns die Werte Mrs. ein bisschen Schaden? Okay, jetzt sind wir immer noch durstig. Ich verbrate gerade unsere gesamten Wasservorräte. Oder war das jetzt nur der sporadische Schaden, den wir gekriegt haben? Na, ich hoffe mal. Nochmal lieber nachladen. Na, komm hoch da.
So, jetzt müssen wir mal zurück, weil ich möchte jetzt auch das Mischfleisch von dort haben. Oh, das wird eine lange Folge heute mal wieder. So wie gestern. Nee, Müll kannst nicht gleich. Gut. Ich sehe, da hinten ist schon wieder was. Ein Kampfhund. Irgendwas schießt doch da auf uns. Ach, da hinten. Einfach mal in Deckung bleiben und rausfeuern. Okay. Hops. Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir unsere Position wechseln müssen, verlieren wir unsere gesamte Ausdauer. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Ich glaube, wir sollten statt Jetpack auch mal lieber was anderes draufpacken. Willst du mal Spielchen mit mir spielen, was? Nee, ich will keine Spielchen spielen. Ich will einfach nur nach Hause. Ist das auch okay? Gut. Nehmen wir uns dich hier auch mit. Nein, keine Lust. Die Hälfte der Strecke haben wir ja schon. Oh Mann. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen still bin, aber ich halte halt den Atem an und versuche jedes Geräusch irgendwie zu orten. Ah, wir kommen schon wieder irgendjemanden irgendwo näher. Und das hat mir jetzt gerade einen Schreck in... Durch was sind wir entdeckt? Durch wen oder was? Entdeckt durch wen oder was? Ich sehe keinen. Überhaupt gar keinen. Anwärter. Ja, okay, gut. Die werden mir gelb angezeigt noch. Ich hoffe, ich bereue es nicht und kriege gleich den übelsten Schuss in den Rücken. Na komm. Ne, ich finde es zwar nett, Curry, dass du mich immer anschiebst, aber es hilft mir halt nicht wirklich. Weil du mich immer beiseite schiebst. So. Wieder ein Stück ein bisschen mehr sprinten. Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viele Gegner jetzt noch kommen. War da nicht mal ein Supermutant auf dieser Brücke? Ich glaube schon. Oder? Den wir da weggeknallt hatten? Das könnte sein. Ich hoffe, der ist nicht wieder da. Weil ich glaube, da hat er sogar einen Raketenwerfer. Naja, ein bisschen in Erinnerung schwelgen ist zwar schön, aber nicht, wenn man mit 1000 Kilo irgendwas belastet ist. Also Galerie Hangman war halt ein bisschen... überlootet. Aber ich kann halt auch immer nie was weglassen. So, dann sollten wir da jetzt die Treppe hoch. Curry. Ich weiß, ich bin gerade mega langsam. Und du hast jetzt, seitdem du die Beine hast, wirst du aber echt hier, ne? Aufmüpfig ohne Ende. So, Kaliber 50 haben wir hier sogar noch. Und wir haben hier sogar noch ein paar Nuka-Cola. Nehmen wir uns jetzt auch mit. Also, auf die 2 Kilo kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. So beladen, wie wir sind. So, hier haben wir jetzt die nächste Brücke. Und es ist immer noch nett, dass du mich durch die Gegend schiebst. Aber es ist unpassend, Mädchen. Gut. Da vorne kommt jetzt irgendwas, was wir noch nicht entdeckt haben. Ist das böse? Oh ja.
Danke. Ja. Sieht nach normalen Raidern aus. Die wir einfach pulverisieren. Und schon wieder müssen wir mehr mitnehmen. Na okay, das Schlimme ist es ja eigentlich nicht. Den ich bestimmt schon habe. Aber danke für den Hinweis. So, der nächste Fusionskern geht jetzt langsam ab. So, hier natürlich auch alles mitnehmen. Na, komm. Das können wir uns auch noch mitnehmen. Was soll der Geiz? Ich glaube, jetzt müssen wir hier in die Straße reinbiegen, oder? Ich sollte mal kurz die Karte aufrufen. Ah, wir sind ja schon fast zu Hause. Hat ja jetzt nur 10 Minuten gedauert. Na? Ich will jetzt halt auch nicht irgendwie... Warum ist Diamond City noch was zu mir nehmen? Weil so viel aufbereitetes Wasser haben wir in der Ellie gar nicht mehr. Na? Ah, sieht soweit ruhig aus. Aber ich glaube, wir laufen hier gerade in eine fette Sackgasse, oder? Nee? Sah nur so aus. Wir kommen hier noch außen rum. Und werden nochmal angeschoben. So, nochmal Gas geben jetzt hier. Ab hier können wir eigentlich auch wieder normal laufen. Da läuft unser Händler wieder durch die Gegend. Na komm, gleich geschafft. Wir sehen doch schon die kleinen Mauern. So, den Rest sprinten wir jetzt auch rein. Und jetzt können wir uns endlich allem Schrott ablegen. Hat lange genug gedauert. Eieiei. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Aber wenn wir das nachher alles schön auseinanderklammüßern, dann gibt es ordentlich Stahl. Da können wir die nächste Siedlung locker wieder mit Stahl ausbauen. So, das ist das Silver Shroud. Das natürlich nicht. Oh, 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 oh. Ich habe gerade eine Höllenfeuer. Ein Höllenfeuer-Item mit reingepackt. Das sollte natürlich nun nicht sein. Was fehlt denn da jetzt? Höllenfeuer, da, Torso haben wir mit reingeschmissen. So. Auf jeden Fall extrem viel. So, das haben wir alles. Hier können wir auch noch mal ein bisschen was loswerden. Können wir uns auch gleich mal darum kümmern, dass wir hier auch... Oh, davon haben wir auch deutlich zu viele. Dass wir hier auch ein bisschen was loswerden. So, machen wir mal... Ach nee, nicht 10. Wir wollen ja nur 5. 5 reichen ja. Und Antibiotika. So, Waffen können wir auch alle loswerden soweit. Oh, gibt wieder schön viele Minen dazu. Können wir alle schön verhökern. Und Munition natürlich. Darf ja auch nicht verschwendet werden hier. 6 Raketen sogar gefunden. Das ist ja schon mal was. So, jetzt sind wir immer noch bei 150, weil wir halt ordentlich was an Fusionskern immer noch bei haben. Und wir sollten die Rüstung jetzt auch nochmal aufwerten und vor allen Dingen schlafen gehen. Das wird wohl, denke ich mal, mit das Beste sein. Ja, Beine gebrochen. Dann wollen wir jetzt erstmal hier schön die Rüstung wieder ganz machen.
Boah, Helm hat auch sogar ein bisschen was abgekriegt, aber so hält die gut was stand. Es ist nur die Frage, Torso, Jetpack, schön und gut, bringt aber halt auch nicht wirklich viel. Weil wir haben immer das Problem der Ausdauer. Wir könnten beim Erleiden von Schaden werden die Aktionspunkte aufgeladen. Ja, das ist... Am besten sind halt immer bis jetzt die Tesla-Spuren gewesen. Ein Stealth Boy, ja, das verbraucht halt auch wieder viel Ausdauer. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Ja, es könnte schon ein bisschen besser sein. Zusammengesetzt. Oder Notfallprotokolle. Ne, es ist halt auch so. Ja, ich weiß nicht. Also am besten, ich denke mal eher für den Kampf wäre Tesla-Spulen, aber ich wäre auch nicht abgetan auf optimierten Kern. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Ist, denke ich mal, mit am besten, weil wenn wir jetzt wirklich überladen sind, lädt es halt deutlich schneller auf. Kostet dementsprechend natürlich auch einiges. So, und jetzt können wir hier den Helm, denke ich mal, auch endlich aufs Maximum setzen. Jawohl. Als nächstes fehlt uns jetzt wirklich nur noch die Lackierung. Und da hatte ich mir überlegt, da ich ja öfters Probleme habe, Explosionen zu widerstehen, machen wir da draußen Explosionsschutz. Also komplett. Und eine Helmlampe sollten wir ihn eigentlich auch mal aufsetzen. Wir nehmen mal rot taktisch, damit das halt auch wieder ein bisschen besser läuft. Weil wenn ich denn das Licht anmache, dann ist das sonst zu hell. Und es blendet so ein bisschen in den Augen. Und so ist es dann halbwegs in Ordnung. So, jetzt schleppen wir uns einmal kurz zu den Betten hoch und müssen halt auch während der Aufnahme lange schlafen. Tut mir ja sehr leid. Aber das Problem ist halt, wir haben halt gebrochene Beine. Und wir müssten einmal schön uns auskurieren. Geht einmal durch Schlafen oder durch Stimpaks halt. Und ich wollte jetzt mir nicht deswegen nochmal ein Stimpak reindrücken, wenn wir sowieso speichern müssen. Das einzige Problem ist das Aufnahmeprogramm und Schlafen, na, die machen gerne mal nicht das, was sie sollen. Das heißt, notfalls, wenn das jetzt wirklich wieder zu lange dauert, dann werde ich das auch rausschneiden. Aber diesmal geht's eigentlich einigermaßen. Okay, gut, dann ging das diesmal ja. Aber ab und zu macht's halt gerne, was es will. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Ja, ich bin der Obersynth. Wusstest du das noch nicht? Ach so, halt. Bevor ich jetzt hier kochen tue und aufbereitetes Wasser wieder verwende, hole ich mir natürlich erst mein Wasser raus, was ich brauche. Wo haben wir es? Hier. Weil wir hatten das ja erst abgefüllt. Ich glaube, ich brauche jetzt wieder 7 oder so. Ja. Und jetzt stellen wir erst her. So. Da haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir noch gekochtes Weichschalenfleisch. Murdoch-Fleisch. Also am Essen dürften wir jetzt nicht so schnell verhungern. Das haben wir echt noch en masse hier. Ah, sieht soweit alles ganz gut aus. Getränk. Können wir jetzt auch mal einen dreckigen Ödländer herstellen? Ja, warum nicht? Haben 2 Whisky. Und Gemüsestärke können wir auch mal wieder machen. Auch cool. Gut. Dann haben wir das schon mal durch. Dann müssen wir einmal noch gucken nach Drogenherstellung. So. Oh, Buffjet geht schon wieder. Jet haben wir hier auch wieder. Ordentlich was. Psychojet. Jet Boost. Ah, dafür haben wir ja den ganzen Brennstoff da. So, Fallen brauchen wir nicht. Granaten eigentlich auch nicht. Heilung, ja, was können wir da nochmal? Ein leuchtendes Blutpaket. Ja, warum denn nicht? Kann man auch verkaufen. Machen wir auch unser Geld mit. Und Kühlflüssigkeiten. Da können wir einiges gleich machen mit. Das ist nämlich wieder schön viel Öl. So, und dann einmal jetzt den Dreck weglegen. Den wir jetzt nicht brauchen.
Obwohl, wir haben doch hier eigentlich einen Händler. Wir könnten uns doch hier eigentlich jederzeit eine goldene Nase wieder mal verdienen. Warum denke ich da nicht dran? So, das können wir zum Beispiel wegschmeißen. Das Bier können wir weggeben. Das Bärfliegenfleisch nicht. Die Brammmilch können wir verkaufen. Buff Jet. Klemplex. Die Apple. Den Downmix. Den Ödländer. Was haben wir hier noch? Flaschenkürbis? Nee, Bohnen auch nicht. Frischen Mais, das ist ja sowieso eigentlich unser Essen. Das sollten wir also auch mal wieder muffeln. Aber hier Jet Boost zum Beispiel. Was haben wir hier noch? Leuchtendes Blutpaket. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Mutantenkeulen, Nudelschalen. Also Kohle haben wir echt hier en masse. Das können wir auch weggeben, das auch. Die ganzen Red Arrays. Die Ripton Steaks behalten wir. Das Essen. Oh, die ganzen Stimpaks vor allen Dingen. Süßkuchen. Ah, und wir haben 90 Kronkorken wieder erwirtschaftet. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann hauen wir hier aber nochmal. Bevor ich es jetzt wieder vergesse, machen wir jetzt schon mal die ersten Explosionsschutz drauf. Ja, verringert Schaden durch Explosion. Da haben wir schon mal den ersten Arm. Dann den zweiten kriegen wir nicht mehr hin. 6 Kleber kostet das jedes Mal. Für alles. Ja, gucken wir mal beim Helm nach. Ja, egal für was. Also kostet immer 6. Verlierst du zwar deine Schwarzfärbung, aber du kriegst jetzt halt eine andere Färbung drauf. Schade, dass wir hier nicht so eine Tarnfarbe drauf machen können. Die hätte ich dann gerne drauf gemacht. Und wo ist jetzt der Händler? Ist der jetzt schon weggegangen? Oder so? Nö. Sie hatte ja so einen Robo-Wachhelm auf. Nein. Nein, du bist es auch nicht. Hä? Sie schlafen gegangen? Können wir ein paar Sachen tauschen? Ich glaube, sie sind schlafen Schieß gegangen. los. Ja, aber warum leuchtet denn das Schild noch? Normalerweise leuchtet das Schild nur dann, wenn die Leute auch wirklich da sind. Aber gut, dann ist das halt so. Wir könnten ja auch notfalls zu Diamond City nochmal rübergehen. Und dort auch nochmal ein bisschen einkaufen. Ich denke mal, das wäre jetzt auch das Sinnvollste. Weil jetzt noch eine Großaktion machen wäre jetzt nicht so gut. Nehme ich jetzt auch mal kurz die hier. Können wir ja bei dem Shop, der 24 Stunden lang offen hat, nochmal ein bisschen was einkaufen. Und natürlich noch nebenbei mal was trinken. Opa. Cricket. Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie einfach kaufen. Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Nur für dich. Dankeschön. So, wir haben ja jetzt hier ein bisschen was übrig. Das darfst du dir jetzt alles einverleiben hier, was wir nicht brauchen. Jet Boost. Ah, hier noch mal ein bisschen mehr Jet. Süßkuchen und jetzt eine Menge Stimpaks. Ach, warum mache ich eigentlich immer auf 10? 5. Gut, wir kriegen schon, okay, bisschen was. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Joa, hört sich ja mal nicht schlecht an. Bloß ist, glaube ich, wieder eine Automatikwaffe. Problem an Automatikwaffen, fressen viel Munition. Was haben wir hier noch? Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15. Ja, aber Schrot, Nahkampf. Okay, 5 zu. Ja, auch nicht schlecht.
Haben wir sonst noch was? Ein Armeehelm könnten wir wieder kaufen. Aber ansonsten. Ist noch Hilfsmittel? Ne? Blei, Federn, so. Brauchen wir auch alles nicht. Munition könnten wir uns aber mitnehmen. Wir könnten die 5 mm Geschosse. Gesamtkosten. Kommen wir immer noch nicht ganz drauf. Oh, sie hat 5 Fusionskerne. Heilige Maria. Was willst du denn mit so viel Fusionskernen, Mädchen? Nehmen wir uns noch mal ein paar davon mit. Und dann dürfte es auch passen. Auf gut Glück könnte aber auch gut sein. Zumal auch automatisch macht Flächenschaden. Explosiv. Explosiv ist eigentlich immer gut. Ist ja jetzt die Frage. Ah, jetzt wäre ich beinahe an unserer Base dran vorbeigelaufen. So, legen wir erstmal das ab, was wir jetzt neu eingekauft hatten. Ah, siehst du, ich hatte ja hier noch ein bisschen was drin, ne? 118. Das liegt halt größtenteils jetzt, weil wir mit dem Gatling-Laser rumeiern. Ja, aber jetzt schon wieder eine neue Waffe aufbauen. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Bombenwaffe. Also ich würde es jetzt nicht riskieren. Muss arbeiten. Keine Zeit denn? Zum Reden. Ja, dann arbeite doch. Mensch. Gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir... Ey! Schmeiß mich mal von der Treppe hier. Ja, ist ja gut, dass alles weh tut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber erstmal einen Cut. Es ist heute mal eine kürzere Folge geworden. Und morgen machen wir dann nochmal wieder was Richtiges für unterwegs. Also, schaltet wieder ein und bis dann.